Herzlich willkommen auch heute wieder zum Losung und Lehrtext-Treffen. Heute ist ja für mich und auch für Alide, meine Frau, ein ganz besonderer Tag. Aber auch für die Barischler, wie wir schon bei der Eingangsmusik gehört haben. Da ist heute am 18. August wieder ein Festtag in der Stadt, weil Bad Ischl feiert den Geburtstag des Kaisers. Nun, der lebt zwar schon lange nicht mehr, aber der Geburtstag wird immer wieder daran erinnert, dass es hier in Bad Ischl auch eine Zeit lang, zumindest in den Sommermonaten, einen Kaiser gab. Ziemlich viele Jahre war das, ja. Aber für uns ist heute auch, wie gesagt, ein besonderer Tag, weil an diesem Tag haben Alide und ich vor 50 Jahren heute uns das Jawort gegeben. Und durch Gottes Gnade und seiner großen Barmherzigkeit dürften wir all diese Jahre miteinander verbringen und Höhen und Tiefen erleben. Und auch vier wunderbare Kinder, Marco, Tanja, Petra und Davina, die uns inzwischen auch schon über den Kopf gewachsen sind und uns auch immer wieder noch sehr, sehr erfreuen, vor allem durch die vielen Enkelkinder, die wir auch bekommen haben. Aber die werde ich jetzt nicht alle beim Namen nennen, denn wir sind ja hier, um die Losung zu hören, und die hören wir jetzt. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Psalm 119, Vers 2. Danke. Wohl denen, die sich an die Zeugnisse halten. Nun, da sind nicht die Schulzeugnisse gemeint, sondern Zeugnisse, die Hinweise, die Gott von sich gegeben hat, schon durch sein Wort, was er hat niederschreiben lassen, durch Menschen, die er berufen hat, durch die Propheten und auch durch seine Schöpfung, das ist ja auch, gehört ja auch zu diesen Zeugnissen Gottes. Und da ist ein Wohl ausgesprochen über die Leute, die sich nach Gottes Wort ausrichten. Denen wird es gut gehen. Was, können wir das noch einmal hören? Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Psalm 119, Vers 2. Also, die Sache mit Gott ist keine halbherzige Sache, sondern von ganzem Herzen. Über die Leute ist dieses Wohl denen ausgesprochen. Ich muss zugeben, dass das nicht immer in meinem Leben der Fall war, dass ich von ganzem Herzen mich nach Gottes Wort und nach seinen Wegen ausgerichtet habe. Aber je älter ich werde, wird mir das wichtig und will ich das wirklich auch mehr und mehr in meinem Leben umsetzen, mich nach den Zeugnissen Gottes auszurichten. Und dazu haben wir ja auch diese Losung und Lehrtextzeit, damit wir uns wieder neu orientieren und ausrichten. Im Lehrtext haben wir auch eine wunderbare Aussage, und die hören wir auch jetzt, von einem unserer Enkelkinder. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Matthäus 5, Vers 19. Also da haben wir den Hinweis vom Herrn Jesus selbst, wie wichtig es ist, sich einfach die Gebote Gottes zu Herzen zu nehmen und sie nicht zu nivellieren oder klein zu reden und sagen, ja, das ist nicht so wichtig. Denn das hat auch Folgen, wie Jesus selbst ja in dieser Aussage gesagt hat, dass der Kleinste im Himmelreich wird der sein, der einfach Gottes Wort nicht besonders wertschätzt oder ernst nimmt, aber trotzdem gerettet ist. Also das ist eine ziemliche Warnung und ein Hinweis. Also mögen wir doch wirklich die Schrift zu Herzen nehmen und mit Gottes Hilfe durch seinen Geist auch lernen, dieses Wort, das Wort Gottes zu leben und umzusetzen. Können wir das noch einmal hören, bitte? Ja. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich.
Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Matthäus 5, Vers 19. Also, da haben wir es gehört. Da möge der Herr uns helfen, sein Wort zu befolgen, ernst zu nehmen und es auch auszuleben. So wie das Jakobus ja schon auch in seinem Brief seinen Leuten, an denen er dieses Briefstück geschrieben hat, ausrichten ließ, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter. Also einen schönen Tag wünsche ich dir auch heute und wir können Gott nur danken für diese 50 Jahre, die er uns bis jetzt geschenkt hat zusammen. Danke, Herr. Servus. Ich lieb dich, Herr. Nie verlässt mich deine Gnade. Jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so. Güte, mein Gott, ich lieb dein Wort. Du führst mich auch durch das Feuer. In tiefster Nacht bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Ich leb in deiner Güte, mein Gott. Oh, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Oh, mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Deine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Deine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Alles, was ich bin, leg ich vor dich hin, ich gebe deiner Güte, mein Gott.